Nochmal transportieren. Fangen wir mit Alarm. Jetzt ist er schnell unterwegs. Und Brand. Kannst aber Gift drauf nehmen, dass ich mit HLF direkt da reinfahre und die Gasflasche da wegziehe. Wo liegt die denn? Bei dir. Ich. Einmal hier rechts, glaube ich, da ein Polizeiwagen vor meinem Rettungswagen gefahren, wie es geht. Also von da oben alarmiert wieder. Ja, das Frage ich nicht mehr, schneller. auf welchem Pfad der war. Drei. Sieht man das Von oben überhaupt? hier in die Straße. Sieht man das überhaupt? Ne, sieht man nicht. Muss ich merken. Ist ja anstrengend. Danach. Noch. Gab es nicht eigentlich noch Sturm? Ja, ne? Guck mal, ob du jetzt die Debug alarmieren kannst über die Antenne. Ich hab die schon alarmiert. Über die Antenne kann ich nicht. Ich muss die, also die gibt es zweimal. Für jede Person, die im Spiel ist, kannst du die alarmieren, so über die ganzen Mal, wie man sonst alles alarmiert. Und gerade eben war die schon zweimal alarmiert, das ist ein Grund von dir. So, jetzt hab ich nämlich auch. Du hast die sowieso als Host. Nein, hast du nicht. Du hast sie Gerade eben nicht. Du hattest musst du die die. initialisieren. Sonst hast du sie nicht. Geh mal kurz weiter. Jetzt habe sie. Nee, es steht da 2 von 2. Gerade eben stand nämlich schon 1 und 2 im Einsatz. Oder ich sehe gerade, dass das Schild hinten dran für den Drive-In verdammt hell beleuchtet ist. Komm, das war Maximalhöhe doch Herzinfarkt, 280 oder? oder was? Bitte? Die Maximalhöhe 280 oder was meinst du, hell beleuchtet? Nee, hier hinten das Schild, das Bestellschild. Das erste Schild, bevor man. Das erste blaue größere Schild, wo die ganzen Menüs draufstehen. Hinten Drive-In. Das ist ziemlich hell. Ja, das Drive-In-Schild mit der Maximalhöhe ist auch ziemlich hell. Ziemlich hell, ja. Ich mich gerade nur eher wundert, dass es ein Herzinfarkt im Burger King hat. Klischee. Du hast alle Folgen von Feuer und Flamme schon gesehen, oder? Ja, am Montag kommt er wieder neu. Nee, kommt keine mehr. Kirsche brennt. Ich komme auf Anfahrt. Es gibt hier nur 9 Folgen. Es sei denn, es soll eine neue Staffel oder sowas kommen, das kann sein. Was sagtest du? Sei denn, es kommt eine neue Staffel, aber es gibt ja nur 9 Folgen eigentlich. Ne, jeden Montag kommt neue. Also online steht 9.
Okay, kann auch sein, dass nur ein, dass nur 9 von 9 angezeigt werden, weil bisher nur 9 da. Ja, genau. Jeden Montag, also jeden Montag kommt, also beziehungsweise die letzte kam jetzt am Dienstag wieder rein. Also die kommt immer einen Tag später online. Brauchst du noch irgendwas von mir? Ich habe Löschzugalarm gemacht an die Kirche, also. Ja, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wie sie inzwischen aussieht. Hol mal die Freiwillige dazu. Ohne Witz, man braucht diesen Kriegsnebel hier drin. Dass man nicht direkt sieht, wie es aussieht. Du fährst unten an die Straße. Okay. Jetzt ehrlich, hier gibt es verdammt wenige Hydranten. Okay, hier ist es doch. Ja, ich würde auch nicht so nah ranfahren, weil ich schätze mal, das ist nämlich auch wieder ziemlich warm. Ja. Ich bin da erstmal relativ schmerzfrei. Brauchen wir jetzt hier ist noch nicht dran. Was wollte ich eben eigentlich sagen? Ach so, als die den, als der Typ da angerufen hat, von wegen, mein Großcousin muss ins Krankenhaus, hat schon so gedacht, ja. Jetzt fahren. Fahr und jetzt doch. Kommt das Problem. Ja, der dann sagt er auf einmal, wir haben das ist ein großes Problem. Sagt er, ja, wie, das ist ein Problem. Ja, der wiegt 200, ungefähr 300 Kilo. Alter Vater, ey. Nee, 300 Pfund hat er gesagt, glaube ich. Nee, der hat 300 Kilo gesagt. Da stand im Untertitel, der hat echt 300 Kilo gesagt. Du löschst von unten komplett? Ja. Geh ich hier oben weiter rein. Ich bin genug mit genug Manpower da. Alles klar. Okay. Der Note schon wieder. Ach, das sind Bauchschmerzen. Schon nur das. Wo war der Eingang her? Dank, Feuer gleich aus. Jo. Alles klar, Feuer aus am Rückbau. Ist in Arbeit. Was gibt's? Auf dem Weg. Wird ausgeführt. Ja? Bestätige. Falsche Person. Scheiße. Geht das schon wieder los? Bestätige. Keiner von denen. Höre. Alles klar. Ja. Höre. Auf
Was gibt's? Fahrzeug 22. Fahrzeug 20. Warte mal, mein Rettungswagen ist da hier unten. Amt! Fahrzeug 20. Höre, auf dem Weg. Scheiße. In meinem Urlaub muss ich mal mein Büro aufräumen. Der Postbote ist beim Briefchen austragen umgekippt. Oh mein Gott. Was hatte der gehabt? Fraktur nach Sturz, wie kann man sich denn da brechen? Glasknochen oder was? So, sprach einmal Neff. Dahin. So, kann ich den schon mal weiter abbauen? Warum kann ich den nicht abbauen? Weil wahrscheinlich wieder irgendwas buggt. Ja.